Die ganze Welt begeht am 27. September den Tag der Gehörlosen. Am 23. September ist Tag der Gebärdensprache. Ich halte es für wichtig, dass auf die Anliegen der gehörlosen Menschen aufmerksam gemacht wird, aber auch auf ihre wunderschöne Sprache und auf ihre Kultur. Sie haben besondere Bedürfnisse, die auch besondere Aufmerksamkeit verdienen. Vielleicht sogar verstärkt in dieser Zeit, die von der Corona-Pandemie geprägt ist. Kommunikation ist derzeit alles. Wenn nicht gut kommuniziert wird, dann entstehen Missverständnisse, Verunsicherungen. Die vielfältigen neuen Kommunikationsmöglichkeiten mit Smartphones und Apps sind zwar für gehörlose und schwerhörige Menschen hilfreich, um im Alltag auch mit Abstand Kontakt zu halten. Und mit Hilfe der Gebärdensprache kann man sich gut unterhalten, auch über eine gewisse physische Distanz hinweg. Gebärdensprachdolmetscherinnen wurden und werden im Fernsehen verstärkt eingesetzt. Aber es darf nicht übersehen werden, dass beispielsweise mit dem vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz im privaten und beruflichen Alltag neue Hürden entstanden sind, weil dadurch das Ablesen von Mundbild und Mimik unmöglich geworden ist. Das erschwert massiv die Kommunikation mit Menschen, die die Gebärdensprache nicht beherrschen, und es isoliert. Außerdem sind viele der Informationen rund um das Coronavirus nicht ausreichend in Gebärdensprache aufbereitet. Von vielen älteren, gehörlosen oder schwerhörigen Menschen weiß ich auch, dass es in den vergangenen Monaten verstärkt Erfahrungen von Einsamkeit gegeben hat. Das Gefühl, alleingelassen zu sein, das ist ein Alarmsignal für die Gesellschaft, auch für uns in der Kirche. Die Corona-Krise darf uns nicht dazu verleiten, passiv zu sein und uns zurückzuziehen. Seelsorge heißt, gerade in Zeiten, wo physische Distanz empfohlen wird, die soziale Nähe zu suchen und auf vielfältige und auch auf kreative Weise zu vermitteln. Ich möchte Sie ermutigen, Kontakt zu pflegen und im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten seelsorgliche Angebote in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig möchte ich Ihnen für Ihren Glauben danken. Papst Franziskus hat davon gesprochen, dass die Gegenwart Gottes nicht einfach nur über die Ohren, sondern über den Glauben wahrgenommen wird. Mit dem Papst bin ich der Meinung, dass gerade gehörlose Menschen besondere Glaubensboten und Glaubenszeugen sind. Sie können jenen, die die Stimme Gottes nicht hören, helfen, aufmerksamer, offener dafür zu sein.